Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchsorge zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.33 haben wir den Mercedes Actros MP1 88 MB groß. Und den haben wir natürlich schon öfters gesehen, weil das ist der Truck of the Year 97. Ja, sind schon ein paar Jährchen her. Und ja, schauen wir uns mal an, was wir alles da machen können. Und es ist im Groben und Ganzen eigentlich eine Anpassung auf die 1.33. Das kann man schon mal sagen, da wird jetzt nicht großartig noch was verändert. Der LKW, der ist da. Und ich würde mir trotzdem freuen oder wünschen, wenn man solche ja, ältere LKWs auch original im Spiel hätte. Ja, warum nicht? So, hier ist der LKW. Das Fahrerhaus können wir nicht ändern, aber wir haben die Möglichkeit, am Fahrwerk was zu machen. Wir sehen das hier, ne? Man hat hier mit mitlenkenden Achsen, dann ja, größeres oder längeres Fahrwerk, dann ja, Lüftachse mitlenken, dann ja, solche Sachen. Also sind schon ein paar Auswahl-Sachen dabei. Lassen wir es einfach mal so und wir haben die Möglichkeit auch die ja, PS-Zahlen hier zu ändern. Und schön ist natürlich auch das hier, dass das auch angezeigt wird, was sich dort ändert. Und jetzt haben wir, glaube ich, in der Version hier bei 476 PS gibt es dann noch schön das V8-Zeichen. Und wir können raufgehen bis 570 PS oder 71 PS. Drei Getriebearten, 12-Gang, 12-Gang mit Retarder und 16-Gang mit Retarder. Der Innenraum, der bleibt eigentlich so. Das bedeutet nur, dass wir ein anderes Lenkrad haben. Ja, 180 Grad. Ja, also ich dachte immer etwas anderes, aber das sollte ja 90 Grad das Lenkrad bedeuten. Ich glaube, wir sollten hier auf 1800 gehen. Mal gucken, wenn ich dann das Lenkrad angeschlossen habe und mit dem eine Tour mache vielleicht. So, dann haben wir ein paar Farbvariationen, die wir hier auswählen können. Ich würde sagen, wir machen mal ein ordentliches, ja, kräftiges Gelb. Oder, ja, so sieht besser aus. Jetzt schauen wir mal, was wir hier alles ändern können. Ja, wir können ja noch eine andere Box ranmachen mit Endtop. Reifensorten gibt es nicht dazu. Dann könnte man natürlich seine Michelin-Reifen nehmen. Wir werden ja auch bald eine andere Marke hier im Spiel haben. Ne? Das gucken wir an. Dann gibt es noch ein paar Zierleisten für die, die es mögen. Ja, könnt ihr hier noch ein bisschen rumbauen und Faxen machen. Hier könnt ihr nochmal so eine Anzeige machen, dass hier nicht lackiert ist, ne? Oder voll lackiert. Jeden selbst überlassen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, hier so ein ja, Schutzrahmen zu machen für die Reifen, aber es ist schade, es ist eben nicht ja, für, ja, man kann nicht lackieren. Hier oben auch schön, ja, entweder aufliegend oder halt ein bisschen angeklappt. Hier ist immer so das kleine Problem, dass das Gelb oder wie gesagt die Farbe immer ein bisschen anders wirkt. Ja, dann macht einfach hier Plastik vielleicht am besten. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, dann noch hier so ein Windschutz. Und wir gehen mal hier oben, weil wir hier oben sind, können wir noch ein bisschen Licht machen. Licht an. Ihr könnt aber selber so einen Bügel. Wie gesagt, ich nehme es jetzt alles hintereinander auf. Wenn ich dann die einzelnen SESL-Mods mal reinmachen soll, dann können wir da auch mal was ausprobieren. So, für alle Fußballfreunde ja, aus Spanien, ihr könnt da auch noch was reinmachen. Da ist von drinne. Hier nochmal eine Anzeige, dass das der Truck of the Year ist. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, noch ein bisschen was zu ändern. Ne? Genau. So, hier auch noch ein bisschen lackiert. Das finde ich hässlich. Das mache ich gleich wieder weg. Ihr könnt auch ein paar Gitter ran machen. Noch ein paar Spots, wenn ihr es möchtet. So sieht er dann aus. Gehen wir mal kurz rein. Navigationssystem für Maximus natürlich sehr wichtig. Ja. Und hier werden, sind schon ein paar SESL-Mods hinzugefügt worden zu dem Mod, aber es ist nicht aktiviert, das Richtige. Das andere könnt ihr in Steam Workshop, da seht ihr schon mal, dass die einzelnen Sachen doch funktionieren. Ne? So. So, da ist er fertig. Rucki-zucki macht. Ihr könnt ja da noch ein bisschen länger dran sitzen. Und dann würde ich sagen, für über 160.000 habt ihr ein MP1. Gehen wir mal raus, hören uns mal den Motor an. Oh,
Oh ja. Jetzt wieder aus. Ah, gut. Gehen wir mal rein. Könnte auch ein anderes Lenkrad auswählen. Das Lenkrad finde ich jetzt nicht so texturmäßig gut gemacht. Geht aber ab wie Schmitz Katze hier. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Lenkrad hier rangemacht. Sieht ein bisschen ulkig aus, wenn ich so fahre, aber ist schon ein schönes Gerät, ne? Und hört sich auch sehr mächtig an. Oh, das hört sich doch heiß an. So. Das soll es erstmal gewesen sein mit der Mod-Vorstellung. Wie gesagt, die haben wir ja schon mal gesehen. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Ich sage haut rein, macht's gut, bye bye.